Und willkommen zurück bei Harveys neue Augen. Clown Time. Hoffentlich klauen wir hier nicht zu viel. Hahaha, Clown. War nicht Clowntrophobie? Phobie? Ach, egal. Die Angst vor Clowns? Egal. Wir haben ein Schwert. Und ein Clown. Was soll das werden? Ein Aufmunterungsversuch? Willst du mir jetzt auch noch den Job klauen, oder was? Ja, ein bisschen. Lilly, sie hat nur... Na gut. Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Schade. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein... Die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel. Ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Stimmt. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Stimmt. Das ist doch Mist. Dr. Marcel. Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha, geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Genau. Echt mal. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Dean Hypercube, na klar, warum nicht? Ja. Ein Pudel, der Klassiker. Ja, Classic. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Oh. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Eine Giraffe. Yay. Giraffare. Was denn? Das ist eine Kurzhalsgiraffe. Ja, kenn ich. Yay. War Pudelballon. Ich denke, eine Giraffe. Komisch. Du willst noch. Aha. Aber es. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Schade. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Oh, das ist aber schade. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Na, er ist der lustige Ernst. Voll der gute Witz. Ernst kommt rein, alle sind still. Sagen die Leute, ey, was bist du denn so? Ernst? Schon gut. Okay. Ich kenne diesen Blick. Du willst noch einen Ball? Aha. Also. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Ja, ist ja super. Oh, cool. Dankeschön.
Dieser Schraubenschlüssel erinnerte Lilly irgendwie an einen Pudel. Oh, gut. Na gut, na gut. Wo müssen wir noch hin? Holz? Ja. Wo ist hier noch? Ach, das Rezept, genau. Verdammt. Dasselbe. Gut, ich glaube, wir müssen nach oben. Wir brauchen ja noch den Luftballon, der hier hängt. Luftballons hüpfen hier und dort und überall. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Genau. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Stimmt. Ja, hey. Wer wohl einen Ballon bekommen wird? Ja, da ist er. Aha. Weil wir es können. Lillimon. Ultra-Digitation. Lilly fand Ednas Selbstporträt sehr gelungen. Sie hätte ihre rechte Hand dafür gegeben, auch so zeichnen zu können. Leider war sie nicht stark genug, um durch den Knochen zu kommen. Okay. Das ist gar kein Problem. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Yay. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Oh, da tut mir aber leid, Lilly. Ein Glück, dass da gerade niemand drunter durchgelaufen ist. Da hätte ja wer weiß, was passieren können. Na, mal gucken, gehen wir mal zum Kloster in Ruhe. Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Ja. Lilly hätte natürlich auch erst nachdenken können. Ah. Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Genau. Schwert, Lilie. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Stimmt. Mist. Ton, was mache ich? I guess. Luftballon da hoch. So konnte Lilly die Knallfrische garantiert. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Ist in Ordnung. Hey, Kaffee-Widmung. Du kannst mir deine tollen Sachen auch später noch zeigen. Konzentrier dich, solange du nicht alle drei Beweise... Edna war's. Lilly entschied, erst wiederzukommen, wenn sie alle Spuren beseitigt. Nein, ich entscheide mich aber anders. Du kannst mir deine Konzept zu lang. Ja. Edna, Lilly. Jetzt Zigarette. Aber nicht doch, Lilly. Du weißt genau, dass ich auf Kautabak umgestiegen bin. Ich weiß, dass es schlecht für die Zähne ist, aber ich spucke einfach so gerne. Ja. Das kann ich gut verstehen. Na gut, ja klar, denn... Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Genau, ein Glück aber. Eben da waren schon dabei. Wieder diese zu. Der Ofen war. Lilly musste. Ach ja. Shawnee, Lilly. Wer kommt denn? Hau ab, oder? Also.
Du traust dich ja noch. Und so lange bin. Naja, das hatten wir schon. Hurra! Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Lilly hatte sich eine Muskete zum letzten. Aha. Na gut, ins Kloster. So. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh. Oh, Tatsache. Ist doch wesentlich später plötzlich. Der Gargoyle. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Er hatte es zwar vorhergesehen, aber nichts dagegen unternommen. Er würde mit der Schuld leben müssen. Tja. Echt mal. Also wirklich, dummer Gargoyle. Oh, Die Knallfrösche lagen. Ach, wenn Capo doch nur gesehen hätte, wie geschickt Lady das angestellt hatte. Aber er war nun mit Chai an einem besseren Ort. Vermutlich im Garten hinter der Kantine. Genau. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Hurra! Lilly! Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Ja, das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Okay. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Ja, doch. Na gut. Gucken wir. Na, oh. War das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Lilly hielt es für eine gute Idee, sich die Taube erst einmal in Ruhe anzuschauen. Die Gefahr, dass der Vogel jeden Moment davonflattern konnte, nahm sie in Kauf. Anstatt die Taube einzufangen, überlegte sich Lilly, ob sie nicht irgendwas im Inventar hatte, um sie zu verscheuchen. Sie hätte wohl auch auf einer Pauke gespielt, wenn sie eine dabei gehabt hätte. Na gut, fangen wir die Taube. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Ja, ganz toll. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Ganz toll, ganz toll. Tja. Capo und Chai, also nein, also in dem Alter schon einfach in den Garten spazieren. Und machen, also echt, so geht das. Gut, wir sind harte Leute und das müssen wir beweisen. Zack. Seltsame Streuung, diese Waffen. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Ach, das hat doch nicht so krass. Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Der arme Adler. Oh Mann. Lilly, warum bist du denn so brutal auf einmal? Der arme Vogel hat ja auch gar nichts getan. Shawnee wirkte, wenn Lilly das Rezept wiederhaben wollte, in diesem Zustand wollte Lilly ihn lieber nicht ansprechen. Sie wollte nicht riskieren, dass er ihr an den Zöpfen zog. Andererseits brauchte sie das Rezept. Wie konnte man einen Rabauken wie Shawnee nur beruhigen? Ach,
auch Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Hey, Shawnee, eine Zigarette. Das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Ah, sehr gut. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Und tatsächlich wirkte Shawnee auch schon viel entspannter. Die Hände baumelten kraftlos von den Schultern herab und seine Wangen wirkten auch viel blasser. Shawnee war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten hatten ihn gleichgültig gemacht. Shawnee hatte eine Zigarette fallen lassen. Scheinbar hatte er den Mund zu voll genommen. Stimmt. Wie schon die ganze Zeit. Lilly würde das Rezept. Sie sollte da. Lilly hatte gehört, dass. Und tat die Hände. Ja, gut. Tschüss, Shawnee. Wo ist denn Shawnee hin? Was qualmt denn da? Vulkan? Mini-Vulkane? Netner bricht aus. Echt jetzt? So, genau. Wir können ja jetzt etwas anzünden. Hihi. Hurra. Der Ofen läuft wieder, Doris. Hey. Haha. Sehr schön. Da waren schon wieder Lilly wieder. Wird doch geklappt. Na gut, auf zum Brunnen, auf ins Kloster. Komisch, die ganzen mit Klosterinsassen verschwinden. Du schon wieder? Du solltest ja. Außerhalb der... Da sind schon ihm und für fast alle habe ich... Ach, dann hier, also, die essen und so lang. Du hast ja also... Es sei denn... Ach, da. Du hast das Rezept? Ja. Mhm. Na dann, sag mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Du brauchst nichts zu sagen. Ich habe schon gemerkt, dass der Ofen wieder läuft. Leider kann ich trotzdem noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange ich nicht die Konservendose aus dem Keller habe, kann die Obere noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Okay. Was ist? Hast du die Konservenbüchse aus dem Keller besorgt? Uh-uh. Tja, dann gibt es wohl auch kein Essen. Ha! Ich möchte... No. Komisch, sie ist so hart und scheint doch vor der Oberen zu sein. Ja, aber atme. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Das war doch schon wieder. Wofür der Keller nicht alles gut ist. So rein gar nichts. Ich habe eine Konserve. Du schon wieder. Du solltest da und für. Bist du dann so. Ich habe. Ah! Konserve. Du hast die Konservendose gefunden. Klar. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay. Naja, ist alles super. Alles gut gelaufen. War alles gar nicht so schwer. Und wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Bleibt dabei, wenn es wieder heißt, Harvys neue Augen. Tschüssi.